Ist das nicht schön? Ich finde, das sieht gut aus. Ich finde, hier kann man auch mal Ruhe finden. Sich einfach mal entspannen. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. So, Schluss mit der Ruhe. Jocelyn ist gerade an mir vorbeigerannt und wir wollten unbedingt mit ihr reden. Also bleib hier, Mädel. Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. Wieso sollten wir uns schon mal unterhalten haben? Most of the freshies spend their first day in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet. Ja, das liegt daran, dass ich gerade gekommen bin. Also scheint heute dein Glückstag zu sein. Every day I've been here has been my lucky day. Never won so much in my whole life. Aside from a close call during my wilderness hike, it's been a grand adventure. I'm dreadful blessed that Captain Crowley hired me onto the crew. Das klingt ja interessant. Was für eine haarige Situation. You heard that right. Wilderness almost got me pushing up daisies. If I wasn't so fleet-footed, I never would have escaped them Raptodons, then Marauders, and then that Manta Queen alive. To outrun him, I had to ditch my bag. All the bit cards from my winnings were weighing it down. A shame, cause it was my favorite gun tote. Das klingt interessant. Haben wir die vielleicht aus Versehen schon mitgenommen, weil wir haben Plünderer, Raptidons und Mantiskönigin alle getötet? Wie bist denn du in Fallbrook gelandet? Well, Captain Crowley wanted to take a pit stop. I'm the hired security, see? They pay me to guard the cargo, but right now the hull's empty. It's my first shore leave with the crew and my maiden voyage before that. I can tell you it's been a real hoot. Mal was völlig Neues für dich. Mit welcher Crew würdest du nochmal arbeiten? Ah, you wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative or them being my first protection gig. Captain Crowley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flapping my gums about his crew at all. Ach, mir kannst du vertrauen. Irgendwelche Überlebenstipps? Captain warned us to take care around Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. Vielleicht finden wir ja ihre Tasche noch. Das wäre sehr interessant. Ich suche tatsächlich nach Devil's Peak. Look for the horns and you can't miss it. Even I saw them when we flew overhead. Okay, Hörner? Was für Hörner? Massive curved stone peaks, if you want to get technical. They're part of the mountain terrain. Ah, verstehe. Danke. Wie gesagt, vielleicht finde ich deine Tasche. Ich überlege mir, ob ich sie dir zurückbringe. Right then. Very well. Nicht weggehen. Ich kann sein, dass ich wieder auf dich zurückkomme. Und was macht sie? Geht weg. Mann, nicht mal zuhören kannst. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Landungsbucht. Ist es eine Landungsbucht? Oh, das wäre so gut, wenn das eine Landungsbucht ist. Weil dann könnte ich doch wahrscheinlich mein Schiff herholen, oder? Was ist das? Verkaufsautomat. Hawthorns Ausweismodul einlegen. Warte. Mein Schiff ist da. Ich glaub's nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Auf Ladungsverzeichnisse zugreifen. Ausgang. Anticlio Verderbliches. Empfängertechnische Abteilung. Bla bla bla. Spacer's Choice auch verderblich. Nichts Interessantes. Kaufanfrage. Für 51.000 Bits. Okay, und Vorratslieferung? Auch nichts Interessantes. Naja. Aber das ist ja mal cool. Dann kann ich Vika Max jetzt gleich austauschen. So, wir haben jetzt Nyoka und Vika Max bei mir. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem Vika schon gelevelt habe. Tatsächlich habe ich das getan. Das sind alles meine Sachen, ne? Ja, okay. Es sah gerade so aus, als ob es sein Inventar ist. Nein, es ist mein Inventar, das ist gut. Wir haben ihn jetzt bei uns, wir werden aber noch nicht die Quest von ihm machen. Wir wollen uns nämlich, huch, das wollte ich jetzt nicht, uns noch ein bisschen hier in Fallbrook umschauen. Wir haben ja noch nicht alles gesehen.
Aber danach machen wir uns auf und suchen den leeren Mann. Ah, Jocelyn lebt also jetzt hier, das ist gut zu wissen. So, dann ist jetzt nur noch Merlins House of Hospitality offen. Dann schauen wir mal, was Merlin zu sagen hat. Ein Sublight-Mitarbeiter, alle ohne Namen. Niles und Wesley Alexander, die interessieren mich. Niles? Hey, if it ain't the cleaner, how'd the disposal go? Was it messy? I hope it was messy. Was? Hey, if it ain't the cleaner. Ah, ja, Niles. I hope it was messy. Niles, das war der, den wir gesagt haben, der kann jetzt verschwinden. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine send you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? Hast du Glacial Age Whiskey? No, I don't have any. If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. Ah. Und worauf? Toss ball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose and shirk on paying. Okay, dann lasse ich das mal erstmal. Gut zu wissen. Catherine ist also hier, ne? Da, Catherine Merlin. Hey. Uh-huh. You blind, little bird? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Crude, but forthright. I admire that. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Du, ich erwarte gar nicht, dass du mich mit einem Lächeln empfängst, aber ich komme von deinem Boss, also wenn du also mit einem kleinen Stückchen Paradies eigentlich ein Stückchen Manticode sagen willst, dann ja, das glaube ich dir gerne. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Naja, es gibt so ein paar Sachen, ne? Und zwar hätte ich gern einen Job. Und ich bin hier, um mich um dein Problem mit Sublight zu kümmern. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Kommt zum Punkt. All right, all right. One of my runners uncovered a cache of Alta Vitae gas, left in a lab when the board abandoned Cascadia. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Totally, totally. Definiere mal sicher. Meaning safe for me and my crew. Seeing as it ain't us undertaking the risk. War mir klar. Was war nochmal dieses Alta Vitae Gas? Do I look like one of them egghead science types? All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board. So it is of high value on the dark market. Ich verstehe. Ja, das kann ich eigentlich machen. I do like your gumption, but let's not be hasty. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. Kein Problem. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. Die verbrennen wir. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Oder wir zünden sie einfach an. Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Unsere Fälscherin Ellie könnte sich bestimmt was einfallen lassen. I shall leave the details to you. Now, after you clear the manti nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option though, unless you want to get dead. Also Technik muss ich wissen.
Das heißt, Ellie und dann entweder Parvati oder unser Vika. Ich glaube, ich nehme mal den Vika. Well, I haven't seen the system, but I feel confident saying I can split her asunder. Na dann. I'll just bet you can. Men of the cloth never do cease to amaze me. Bright as a newborn star on the outside, blackest of holes within. Once you've got our goods, take them to the Groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Du meinst aber nicht die Spreads, die jetzt als Roboter eingesetzt wurden, weil daran arbeite ich bereits. Ach, erzähl einfach. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Ich hab auch gehört, dass dort in diesen, in der Wurst Sachen drinne sein könnten, die nicht so gut sind eigentlich für den menschlichen Körper. Wenn man bedenkt, dass eine Kannibalenfamilie nur diese Wurst essen möchte. Ach, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Auftrag mit Mord und Chaos einhergeht. Genau meine Expertise. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid fucker who's gonna get it for me. Ich meine, viel Geld und ein Anti-Kannibalismus, Plan klingt gut, ne? Ich glaube, das hole ich problemlos vom Eis. Guess you've got it figured out then. Good. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Eine Idee, wie ich da reinkommen kann? If you got brass knockers, you can shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Duncan for a disguise. Duncan. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Was, wenn ich die Fabrik sabotieren möchte? Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Okay, und wenn ich ihn töten wollen würde? Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means, just the end. Klingt gut. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you. Ein Angestelltenausweis. Das klingt gut. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Meine Geschichte. Also, wirklich seltsam, ne? Ich bin 70 Jahre lang auf Eis gelegt, durchs Weltall geschwebt und dann eines Tages... Let me just stop you right there, stranger. My question, it's not one I really want an answer to. Aww. Not unless it accompanies some extra bits. Understand? Aber, ich verstehe schon. Splendid. We appear to be of the same mind. Okay. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Niemand will meine Geschichte hören. Aber wir wollen einmal leveln. Und zwar können wir Fertigkeiten weiter hochmachen. Wir wissen, dass wir die Technik hoch brauchen. Die haben wir aber momentan auf 60. Ich weiß nicht, ob 60 schon genug ist. Ich würde das gerne mal auf 65 haben und den Rest packe ich aber in Führung. Einfach, damit meine
meine Leute hier mal länger überleben. Weil die sterben mir viel zu schnell weg. So, und dann, wie gesagt, machen wir noch nicht die Hauptquest. She's fine. Well, so long as you ain't on her bad side. Then she's liable to drown you in the waterfall. Das hatte er gerade gesagt. Er möchte nicht auf der... Egal. Wir haben eine Aufgabe, der leere Mann. Darum geht es uns gerade. Der leere Mann. Was war denn die Aufgabe? Eine Notiz im Haus deutet darauf hin, dass einer im Fluss vor der Stadt nach Gold sucht. Muss ich dafür... Ernsthaft da hinten? Okay, dann gehen wir da hinten hin. Von mir aus. Komm, Max, dafür habe ich dich eingepackt. Okay, ab in den Fluss. Einmal waschen, bitte. Nachdem wir gehört haben, dass hier überall hingepisst wird, einmal bitte waschen. Ach, guck mal, wer da ist. Hey. Reginald Cheney. What do you want? Oh, hey, Vicar Max. What are you doing on Monarch? I thought scienticians ain't welcome here. Haven't you heard? Everyone's welcome here. It's a fucking workers' paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? My goodwill's exhausted, along with my temper. Okay, das ist schon ein bisschen krass, ne? Der sieht nicht aus wie ein Gelehrter, Max. Kannst du mir das vielleicht erklären? This is the guy who told me about the book while we were in prison. I lied about finding a scholar. But I don't care about any of that anymore. I just want to inflict massive amounts of pain on this guy. Okay, du gibst also einfach alles auf, woran du jemals geglaubt hast, nur um dich zu richten. Ja? Yes, that's about the long and short of it. Now, where were we? Oh, that's right. I was about to beat you severely. Wait, wait, wait. I know who can translate the book for you. It's too late for that. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. But by law, it will make me feel a whole lot better. Ja gut. Ich würde auch jemanden dann schlagen wollen, aber was ist, wenn er wirklich jemanden kennt und danach nicht mehr reden kann? Okay, okay. Talk, Reggie. It was stolen from some sort of expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there. Eine verschrobene Einsiedlerin, also. Hm. Kann ich mir auch ausdenken. It's true. My father collected some extra bits on the side by diverting some of the supplies to the gal. The way he told it, he thought the book looked valuable, so he took it. Couldn't find any buyers when it turned out to not only be French, but banned as well. Ah ja, was meinst du, Vicar? Fine. We've got more important things to do anyway. Ach, du hättest ihm trotzdem jetzt noch eine schlagen können. Dagegen habe ich nichts. Was kannst du machen? Wirklich? Ja, dann halt nicht, ne? Dann haben wir trotzdem noch eine Aufgabe, und zwar die Spreadkönige. Dazu müssen wir in den Liefertunnel, der ist gleich hier vorne. Müssen wir die da einsammeln oder müssen wir sie erledigen? Weil Spreads waren bisher immer meine Feinde. Natürlich. I want to thank you for talking some sense into me back there with Cheney. It has been a long time since I gave in to my violent enthusiasm. Du, alles gut, ne? Also das Einzige, was doof war, ist, du hast mich angelogen. Warum? You're right. I owe you an apology. I've been so obsessed for so long, I couldn't see anything else. You offered me a place on your crew, friendship, and I used you to get to Cheney. And even then,
You saved me from myself. I don't know if I could live with myself had I gone through with it. You owe me nothing, I know, but I'm begging your forgiveness. Also, du hättest ihm schon eine verpassen können. Dagegen hab ich nichts, wie gesagt. Wenn er es verdient hat, dann kann er einen ruhig bekommen. Aber nicht so, dass er nicht mehr sprechen kann, weil jeder hat hier Informationen, die uns vielleicht wichtig sind. Verstehst du? Außerdem, ich verstehe, wir sind alle manchmal von irgendwas besessen. Also, ne? Thank you. I promise. I'll be nothing but truthful from this point forward. Okay, wie war's im Gefängnis? Oh, exactly as you'd imagine. Can't say I enjoyed the stint. It did provide me with plenty of time to think. The way I see it, the universe was snapping me back to where I needed to be. You stray too far from the course of your destiny, the world will try to correct for it. Ah ja. Gehen wir weiter. Wir haben schließlich noch Jobs zu erledigen. Schöne unsichtbare Wand, freut mich. So, hier, die Spreads. Wie gesagt, was müssen wir mit denen machen? Das sind Spreads mit Fragezeichen. Warum mit Fragezeichen? Das sind fucking Raptidons. Wie inkompetent ist dieser Typ? Das sind Raptidons. Wie? Da sind Spreads. Eins. Zwei. Ein Schläger, der von Raptidons erledigt wurde. Meine Fresse. Typ ist halt echt inkompetent. So, aber die Sachen hier klauen wir auch, weil... Warum nicht? Wenn ich schon hier... auf Raptidon stoße, dann will ich auch dafür entlohnt werden. Von mir aus auch in Munition. Mein Gott, der war so inkompetent, der Typ. Lässt der Raptidons in seine Lagertunnel. Ey, du Idiot! Did you find them? Tell me you found my my Sprat carriers. Would hate should anything dire have befallen them. Ja, also, sie sind tot. Willst du die gute oder die schlechte Nachricht? Just tell me straight, don't hold back. I can handle it. Yo, Medikamente hier? Kuriere alle tot in der Höhle von Raptidons. Sprat can always be replaced. Excellent. Oh, this is only half. Are you... You think you can steal from me? Bist du bescheuert? Bist du echt bescheuert? Search Fallbrook. Either half the Sprats got loose on their own, or there'll be some evidence pointing to the soon-to-be-dead snake who filched my carriers. You want your cut? You get me the rest of my drugs, no matter what it takes. Oh, ich würde ihn so gerne gerade eine verpassen, aber ich glaube, das passt so absolut nicht. Ich glaube, da verhaue ich es mir mit Sublight. Das ist so meine Sache. Und in einer Stadt, die von Sublight... Oh, guck mal hier. Die von Sublight halt... Mini-Malin, get your twitchy whiskers back here! Don't you run out that door! It's a cruel world outside! Was? Mein Satz war gerade in einer Welt, oder in einer Stadt, wo Sublight die Kontrolle hat, sollten wir uns vielleicht nicht darum kümmern, auf der schlechten Seite zu stehen. Ich meine, von mir aus. Damn it all! Now look what you've done. It'll take me ages to round him up again. State your purpose, or get out of my face, domicile intruder. Ja, ich suche noch ein paar verloren gegangenen Spreads. Du hast nicht zufällig irgendwelche, ich weiß nicht, in der Nähe gesehen? Missing? Nope. Nope. Mine are all found and accounted for, thank you kindly. Now if that'll be all, I've got an animal rescue service to oversee, and it ain't easy. Lots to do. Got a multitude of Sprats to spay and feed. Ja, also,
Tierrettungsdienst ist halt schön. Meinst du damit, dass du sie aus Sublight-Liefertunneln rettest? Day in, day out, they ran their little route, getting picked off along the way. What was I to do, turn a blind eye? Malin's an animal lover. She won't hold my actions against me. Look, I don't care if Nilsson sent you or not. You won't be hurting a hair on any of these Sprats' heads. I've killed vicious beasts for them. I ain't afraid to take on a human. Back out of this domicile, hands up, or become Sprat food, intruder. Kollege, ich will einfach nur... ich will einfach nur die Drogen haben. Die Drogen sind aber wahrscheinlich schon durch ihren Verdauungssystem gewandert, ne? Also die haben sehr, sehr schnelles Verdauungssystem. You wanna dig through Sprat droppings? Be my guest. Get your drugs, then get lost. Ach du Scheiße, euer Ernst? Na super. Dass eine ganze Spritze hier drinne landet, ist halt krass. Mini Malin. So mini ist dieses Sprat nicht. Wow. Einfach nur wow. Also nochmal mache ich sowas nicht, Nelson. Got the goods? Cause I know you wouldn't be wasting my time otherwise. Wink. Ja, ne. Ich würde ihm so gerne ein blaues Auge verpassen. You do? I mean, you do! Of course you do! What did I tell you? Sure Fire Delivery System. Works almost every time. Ja, nee, bis jemand kommt und sie aus den bedauernswerten Zuständen rettet. Sure, they're wrapped it on fodder and suffer the occasional overdose when a container dissolves in their stomach acid. Wait, what do you mean rescued them? Ja, nee, das sag ich nicht. Obwohl, na doch. Hat sich herausgestellt, dass Bertrand es nicht gefallen hat, dass jemand die so misshandelt. That deranged piece of sprat shit! If Bertrand ain't already dead, he's about to be. I owe you for bringing this breach in security to my attention. As promised, das war, glaube ich, gar nicht so klug. Plus a little extra to show my gratitude. Now, if there's nothing else you need from me, I must go inventory my goods. Ich glaube, ich habe ihn wirklich umgebracht. Hit me. I won't even hit back. Okay, wartet. Sure it is. Wink. Einmal speichern. Okay, maybe my scheme wasn't so surefire due to a flaw in the delivery system. Ich will dich noch hauen. Next one's sure to be better. Sprich mit mir. Maybe my scheme wasn't so surefire due to a flaw in the delivery system. Ich wollte ihn noch schlagen, aber ich darf jetzt nicht mehr. Mann, das ist schade. Das ist wirklich schade. Wir haben eine neue Quest und zwar, beziehungsweise, nein, nicht ein neues Quest, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, nach Cascadia. Cascadia liegt gar nicht mal so weit entfernt. Wait. Das ist auch das Falsche. Ein Moment. Wir haben einmal den Schlachthof, da müssen wir mal gucken, der ist gar nicht weit entfernt. Der wäre interessant. Und Cascadia liegt wo? Liegt da hinten. Das ist die Stadt. Verstehe. Und wo lag Ash sein Außenposten? Genau dazwischen. Ja, na dann. Dann werden wir weiterhin zu dem Außenposten von Ash gehen. Wir wollen aber nochmal ganz kurz mit Duncan reden, dass wenn wir in der Nähe von der Borst-Fabrik sind, dass wir dort einfach reinspazieren können. Hungry? I'm famished myself. No rubbernecking. Make a buy or move on. Tja, Catherine meinte, du könntest mir einen Ausweis für die C&P-Fabrik geben. Not so fast. Our biometric IDs are special goods. Only on offer to special clients. You cotton? Kollege, wenn ich gerade gesagt habe, dass Catherine mich geschickt hat, dann solltest du
eigentlich auch mitkriegen, dass ich ein spezieller Kunde bin. She needs it for a job? Well, why didn't you say so? Reckoned you asked her where to best procure one and she obligingly pointed you my way. Give me a jiffy to break. I mean, calibrate the ID. This goes like that. Nope, not quite right. A bit to the left, mayhaps. That'll do it. For a CMP factory line worker, she sure is a beauty. Careful. I'm trusting you to guard this specialty good with your life. I mean it. Lose the ID and you don't get another. Also, you'll be off my list of unwholesome customers. Will that be all, or do you require something to say, scratch your itch? Scratch a itch. Was ist das? Beschädigtes? Okay. Die Teile wären mal interessant. Zwei Datapads. Vielleicht bringen die mir ja was. Im Sinne von, vielleicht gibt es eine Quest oder so, die damit zusammenhängt. Wäre interessant. Ich hätte auch das Geld dafür. Ich habe locker das Geld dafür. Ich kaufe die mal. Der Bildschirm hat Sprünge und der Großteil der Tasten funktioniert nicht mehr. Durch den Plasmaschaden verschmolzen. Die Einträge sind bis auf einige wenige Ausnahmen nicht mehr lesbar und von diesen wenigen sind nur noch Auszüge übrig. Eintrag 1. Corporal Sauber mit sofortiger Wirkung Vers. Meldung bei Standort Sicherheitskommandant Sanders bis 16 Uhr HST. Transport durch konzernunabhängigen Dienstleiter, zuverlässig, über Land zur Forschungseinrichtung Osten. Name der Stadt Fallbrook. Eintrag 2. Das für eine Scheißeinrichtung. Das war das letzte Mal, dass ich eine Beförderung annehme, wenn sie nicht mit einem vergoldenen... Hastity verliert ständig ihre beschissene Schlüsselkarte. Erwartet, dass ich sie für sie finde. Bin doch nicht ihr verdammter Laufbursche. Wenigstens ist Paul hübsch anzusehen. Eintrag 3. Verfickter, beschissener Alarm. Ist wieder losgegangen, bevor ich die Waffe testen konnte. Noch nie sowas gesehen. Pumpe Chastity hat sich einen beschissenen Scherz erlaubt. Jetzt sperrt Sanders sie weg und ich krieg nie wieder die Chance, sie zu perfekt, um Menschenmengen zu kontrollieren. Einfach die Ordnung in der Stadt aufrecht zu halten, wenn sie die Finger kriegen. Das klingt nach einer... Nach einem Hinweis auf eine Wissenschaftswaffe. Und Sublight? Dieses Datapad enthält das persönliche Tagebuch von Mercer Cole, einem unbedeutenden Sublight-Dienstleister. In den meisten Einträgen beschwert... Ich kann echt nicht mehr sprechen, ne? In den meisten Einträgen beschwert er sich über seine faulen Kollegen oder die mies bezahlten Aufträge. Im letzten Eintrag steht folgendes. Kann nicht glauben, dass wir scheiß... Elevators in einem eingemotteten Rizzo-Labor im Dustbag gefunden haben. La Vita, Ola Vita, mir egal, wie es geschrieben wird. Ist jedenfalls scheiße viel wert. Was für ein Volltrottel macht denn aus sowas bitte Süßigkeiten? Sieht so aus, als ob die gute Gerti diesmal den richtigen Riecher hatte. Nicht, dass ich ihr das je sagen würde. Bei der kleinsten Kritik geht die Alte ja gleich voll an die Wand. An die Decke. Ist das Gleiche. Wir können das ganze Zeug gar nicht abtransportieren. Werden wohl ein Schiff brauchen, um es vom Planeten zu schmuggeln. Lilia Hagen soll ein Team schicken. Jawohl, Mrs. Marlin kriegt das in Fallbrook niemals auf die Reihe. Bin gerade dabei, Remy mit dem Pale Kale Ale abzufüllen, auf das er so steht. Wenn ich ihn richtig schön besoffen mache, verrät er mir bestimmt das Passwort für die Bude. Hab mal ein bisschen rumgeschnüffelt, während er und Gerti das Alavita-Gas getestet haben. Hab einen alten Aufzugsschacht gefunden, den einer von den Eierköpfen in Verstecks für so eine schicke Waffe umgebaut hat. Die Knarre bringt mir bestimmt einen ordentlichen Haufen Zaster ein, wenn ich sie mir später hole. Der gute Mercer wird schon bald ein edler Einwohner von Byzantium sein, da kannst du Gift drauf nehmen. Remy und Gerti dürfen bloß keinen Wind davon kriegen. Gerti wird total durchdrehen und verlangen deswegen Gewinn teilen. Remy, der wird mich wahrscheinlich einfach abmuxen und alles für sich behalten. Interessant, da gibt's also auch eine Waffe in einem... Ja... Aus dem verlassenen Labor und auf Monarch. Es gibt hier also einiges zu holen. Schön.
Dann wollen wir uns mal wieder in die Wildnis machen. A vicar, huh? You a true believer, or do you just like the tithes? Why, that's borderline offensive, Ms. Ramnareem Wentworth. Of course I believe. The tithes are merely a well-earned bonus. I met another believer once. Pushy type. He thought he'd been left behind for a reason. Thought he'd find some kind of cosmic truth in the wilderness. Got himself infected by a mantis and drowned in a sulfur pool. Some truth. Can't get more brutally true than survival of the fittest. But don't mistake us all for blind fools. Intellect plays a large part in who stays among the living. Glad to hear it. Ja, unser Vicar ist nicht der Dümmste. Das kann ich schon mal sagen. Er mag vielleicht manchmal ein bisschen verblendet sein, aber wer ist das nicht? Wir haben hier oben wieder Viecher, Mantisauren. Ein ganzes Magazin. Holy shit, die sind schnell. Ja, hau mal rauf da. Holy shit. Ich glaube, Nioka hat Spaß. Natürlich. I turn back. This path has been a death trap for many. Safer paths up can be found to the west. Hier sollte man nicht lang gehen. Warum nicht? Wir haben doch gerade alles zerstört. Oh, ich höre Viecher. Oh, ich sehe Viecher. Ich töte Viecher. Oh, ist das eine Königin? Karkinos? Was ist Karkinos? Hau mal rauf da, Nioka, komm. Wie gesagt, keine Ahnung, wer Karkinos ist, aber auch den kriegen wir down. Der ist auf jeden Fall schon mal blind und tot. Was bist du? Du bist ein Vieh, ey. Okay, was hast du... Du hast eine Leiche hier verteidigt. Das war's. Eine Leiche und ein Anti-Manti-Karabiner. Ein Anti-Manti-Karabiner. Eine einzigartige Waffe, die 267 Schaden macht. Müssen wir uns mal genauer angucken. Die Anti-Manti-Karabiner sieht sehr interessant aus. Macht Korrosionsschaden. Feuert 1,429 Geschosse pro Sekunde. Ich glaube, die sollten wir vielleicht mal nutzen. Statt dem Plasma-Karabiner wahrscheinlich. Jo, das sieht gut aus. Die können wir gleich sogar nutzen, weil ich höre noch weitere Mantis. Eine Manti-Königin unter anderem. Oh, das wird lustig. Okay, das ist eine... Nein! Fuck! Ich hole mir die Waffe schnell wieder. So. Wieder geschafft. Wieder die Waffe geholt. Und ich würde aber tatsächlich sagen, das war's dann für heute. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Wir haben eine einzigartige Waffe. Wir haben... die Quest von unserem Vika Max Fighter gemacht und wir haben einiges hier auf Monarch in Fallbrook erledigen können und erfahren können. Also denke ich, dass wir heute sehr gut dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen werdet. Also, bis dann!